Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Wenn ihr heute darauf gerechnet habt und damit gerechnet habt, dass es heute den Ersehnten gibt, dann ist das gut verständlich, weil normalerweise gibt es immer an dieser Stelle den Ersehnten. Und es ist nun so, dass wir an einer Stelle angekommen sind in dem Studium über das Leben von Jesus, wo wir einen großen Abschnitt hinter uns gebracht haben. Und ein ganz neuer, großer Abschnitt beginnt, der viele Wochen und Monate uns beschäftigen wird. Wir sind ja nur noch wenige Monate vor der Kreuzigung, aber wir haben ungefähr nach 8,5 Jahren die Hälfte des Materials. Also wir werden noch viele Jahre weiter studieren. Das werden wir auch tun. Allerdings werden wir in etlichen Wochen sozusagen in der Lokalität umziehen und an einem neuen Ort starten. Und wir haben gedacht, es wäre dann besser, mit diesem neuen großen Block dann auch neu zu beginnen sozusagen. Und nicht so mittendrin dann hier aufzuhören. Und deswegen wollen wir in diesen verbleibenden wenigen Wochen, wo wir hier aus Stuttgart Wangen livestreamen werden, uns mit einem Brief beschäftigen, der eine besondere Bedeutung hat. In der Bibel gibt es mehrere Briefe, die allermeisten sind von Paulus. Und diese auch. Es ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Sozusagen sein Vermächtnis. Und ihr wisst, Paulus spielt für die biblische Botschaft eine enorme Rolle. Und das sind die Dinge, die er kurz vor seinem Tod niedergeschrieben hat. Und ich glaube, jeder von uns kann eine ganze Menge davon profitieren, von dem, was Paulus so am Ende seines Lebens als das Wichtigste empfunden hat. Das wollen wir in den nächsten Wochen tun. Und dieser Brief, dieser zweite Timotheusbrief, ist relativ kurz. Wir werden also da auch nicht lange für brauchen. Und wir werden jetzt auch nicht jeden Vers 35 Mal umdrehen und jedes Wort sezieren. Wir werden ein bisschen mehr den Gedankengang von Paulus versuchen zu verstehen und verstehen wollen, was das praktisch für uns bedeutet. Denn ihr werdet sehen, es gibt kaum einen Brief, der uns so praktisch auch auf die Endzeit vorbereitet, wie der Brief von einem Mann, der ganz viel mit Gott erlebt hat und der mitten in der Verfolgung im Gefängnis sitzt. Und damit Gott uns führt, dass wir sein Wort auch richtig verstehen, wollen wir gemeinsam niederknien und ihn um seine Führung bitten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr Danke sagen für all das, was wir von dir lernen dürfen, Tag für Tag. Dass du immer gerne unser Lehrer bist und uns keinen Vorwurf machst, wenn wir einfach etwas nicht wissen, sondern dass du mit viel Geduld uns auch immer wieder dieselben Dinge zeigst, damit sie sich einprägen. Herr, wir möchten dir Danke sagen für so vieles, was wir lernen durften in den letzten Monaten und Jahren, als wir hier Dienstag für Dienstag dein Wort studiert haben. Und wenn wir jetzt in diesen letzten Wochen hier in Stuttgart-Wangen uns den zweiten Timotheusbrief vornehmen, dann möchten wir dich bitten, dass du in besonderer Weise zu unseren Herzen sprichst, dass wir etwas mitnehmen, dass wir für unser gesamtes Leben nicht vergessen werden, dass wir den Schatz, den du in unser Herz legen möchtest, wirklich als einen Schatz empfinden und ihn entsprechend bewahren. Herr, sprich du zu uns. Das hast du versprochen, denn du hast gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das alles bitten wir im Namen unseres kostbaren Erlösers und Retters und wiederkommenden Königs, Jesus Christus. Amen. Schlagt mit mir auf. Der zweite Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Vielleicht nehmen wir uns einfach eine Minute und versetzen uns in die Lage des Paulus im Jahre 66. Er war ja wenige Jahre zuvor als Gefangener nach Rom gekommen, hatte dort als Gefangener mehrere Briefe geschrieben, den Kolosserbrief, den Philipperbrief, den Philemonbrief, den Epheserbrief. Aber Paulus ist dann vor Nero angeklagt worden, 2. Timotheus. Und Paulus ist überraschenderweise freigesprochen worden. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt. Paulus stand vor Nero, hat sich verteidigt
und ist wieder freigelassen worden. Und er hat dann noch eine Zeit lang gewirkt. Wir wissen gar nicht mehr so viel über sein Wirken. Die Apostelgeschichte sagt da nichts mehr, weil die schon bei der ersten Gefangennahme in Rom abbricht. Ja, die bricht dann ab. Und wir wissen aber, dass er dort freigesprochen worden ist, noch einmal unterwegs gewesen ist. Einige spekulieren, wo er dann gewesen sein könnte. Und dann ist er im Jahre 66 erneut festgenommen worden, ein zweites Mal. Ihr wisst vielleicht, da gab es auch den Brand von Rom, ja, in zeitlicher Nähe. Der Nero wollte vermutlich einen Sündenbock und die Christen sollten dieser Sündenbock sein. Und Paulus spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Ellen White sagt uns Folgendes, dass wir so ein bisschen so den Hintergrund bekommen. Aus dem Gerichtssaal des Kaisers kehrte Paulus zurück zu seiner Zelle. Müsst ihr vorstellen, stand gerade vor Nero, hat sich verteidigt, kehrt zurück. Und realisierte, dass er sich für sich nur eine kurze Verschnaufspause gewonnen hatte. Also er war jetzt ein zweites Mal gefangen und stand gerade vor Nero, hat sich dort verteidigt. Er ist nicht umgebracht worden, aber er wusste, dass es dauert nicht mehr lange. Ja, er ging nochmal zurück, er ist nochmal zurückgeschickt worden in seine Zelle. Er wusste, dass seine Feinde nicht ruhen würden, bis sie seinen Tod herbeigeführt hätten. Aber er wusste auch, dass die Wahrheit für eine Zeit triumphiert hatte. Dass er den gekreuzigten und auferstandenen Erlöser vor dieser riesigen Menge, die ihm zugehört hatte, predigen konnte, war in sich selbst ein Sieg. An diesem Tag war ein Werk begonnen worden, das wachsen würde und sich stärken würde. Und das weder Nero noch alle anderen Feinde von Christus nicht verhindern oder zerstören könnten. Und dann sagt sie Folgendes. Tag für Tag saß er in seiner finsteren Zelle und wusste, dass ein Wort oder ein Kopfnicken von Nero sein Leben geopfert werden könnte. Der saß da und wusste, wenn der Nero nur einmal schnipst, ist er tot. Er wusste nicht mehr, wie lange er hat. Er wusste nicht, wie viele Stunden, wie viele Minuten, wie viele Tage, wie viele Wochen. Und als das so war, dachte Paulus an Timotheus. Und er entschied sich, ihn senden zu lassen. Dem Timotheus war die Fürsorge für die Gemeinde in Ephesus anvertraut worden. Und er war dort zurückgelassen worden, als Paulus seine letzte Reise nach Rom gemacht hatte. Paulus und Timotheus waren durch eine ungewöhnliche emotionale Verbindung miteinander verbunden. Die war tief und stark, sagt sie. Und dann, ich überspringe ein paar Sachen, dann sagt sie, es ist kaum ein Wunder, dass in seiner Einsamkeit Paulus danach verlangt hat, ihn zu sehen. Das war so quasi fast sein bester Freund, kann man sagen. Und dann sagt sie noch, und dann gehen wir gleich in den Text, Paul wusste, dass sein Leben unsicher war. Und er fürchtete, dass Timotheus zu spät ankommen würde. Er hat zu ihm gesandt, aber er wusste, das dauert Monate, bis der ankommt. Er hatte Angst gehabt, dass er ihn nicht mehr sehen könnte. Und er hatte so wichtigen Ratschlag und Instruktionen für den jungen Mann, dem ja solch große Verantwortung übergeben werden sollte. Und weil er ihn aufforderte, ohne Verzögerung zu kommen, also komm schnell, komm, ja, wusste er, wenn Nero morgen Schnips macht, dann kann ich ihn nicht mehr sehen, ich kann es ihm nicht mehr sagen, hat er dann sein sterbendes Zeugnis diktiert, das er vielleicht nicht mehr aussprechen konnte. Also er wusste, vielleicht sehe ich ihn nicht mehr, vielleicht schaffe ich es nicht mehr, ihm das sagen zu können. Also hat er diesen Brief geschrieben. Das heißt, was wir jetzt lesen, das sind die Dinge, die Paulus so wichtig waren, dass als er wusste, ich habe vielleicht nur noch Minuten zu leben oder Stunden oder Tage, das muss unbedingt noch gehört werden. Das muss noch gesehen und verstanden werden. 2. Timotheus Kapitel 1. Vers 1 und 2. Mag jemand lesen, was dort steht? 2. Timotheus 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir.
von Gott, den Vater und von Christus Jesus, unseren Herrn. Genau, wenn ihr das lest, dann versetzt euch in die Lage, nicht wahr? Also das nicht einfach nur, lest es nicht einfach nur als Wort auf einem Blatt Papier, sondern als einen Mann, der weiß, er ist des Todes, der jetzt in seiner Zelle sitzt und diktiert. Und jemand, irgendein Schreiber schreibt das auf. Ja? Ist euch was aufgefallen, diesen ersten beiden Versen? Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine Einleitung, oder? Er sagt, wer ist, er sagt, an wen er schreibt, aber trotzdem sind da schon ein paar kleine Details, die spannend sind, oder? Ist euch das aufgefallen? Ja? Also gerade im Angesicht dessen, dass er dem Tod jetzt ins Auge blickt, schreibt er ja gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus Jesus. Also er hat sich da schon drauf gestützt, dass er diesen Trost hat. Genau, wenn man jetzt nicht wüsste, was dieser Brief eigentlich so als Hintergrund hat, würde man sagen, naja, ewiges Leben ist halt, was die Christen so glauben. Aber hier ist ein todgeweihter Mann. Das Erste, was er schreibt, ich Paulus, ich war Apostel Jesu Christi, wegen, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens. Er schreibt seinen Brief, weil er weiß, Gott hat ewiges Leben verheißen, auch wenn ich jetzt sterben sollte. Was aufgefallen? Wie nennt er den Timotheus? Mein geliebtes Kind. War er wirklich sein Kind? Wisst ihr, was denn für den Timotheus, wo der herkam? Der hatte doch griechische Wurzeln, oder? Genau, halb griechische Wurzeln, genau. Also er hatte eine gläubige jüdische Mutter und einen ungläubigen griechischen Vater. Er war so, ja, hatte ein gemischtes Elternhaus. Wisst ihr, wo er den Timotheus kennengelernt hatte? Also Timotheus war ja nicht in Jerusalem gewesen oder in Antiochia, sondern wo hat er den Timotheus kennengelernt? Wisst ihr das aus der Apostelgeschichte? Er hat ihn auf der zweiten Missionsreise kennengelernt, als er da bei Iconium, Lystra war. Ja, da wurde der Timotheus empfohlen als jünger Mitarbeiter. Und er war selbst jetzt noch, wie Ellen White sagt, jung. Und das war ist jetzt schon, also 15 Jahre oder so später. Also der muss am Anfang sehr jung gewesen sein. Vielleicht fast ein Jugendlicher oder so. Und Paulus hat ihn mitgenommen und dann ausgebildet und ihn ihn quasi adoptiert. Ja, und er war dann, und Ellen White schreibt es auch am Ende, war ihre Bindung so fest, wie als wäre er wirklich sein Vater. Mein geliebtes Kind. Das schreibt er auch im ersten Brief, das schreibt er auch, mein echtes Kind im Glauben. Genau. Das hat er nicht nur bei Timotheus gemacht, das steht bei Titus auch. Ja, er hat diese Mitarbeiter nicht einfach nur als Mitarbeiter gesehen. Er hatte echt eine freundschaftliche, in dem Fall halt väterliche Beziehung zu ihnen. Und dann dieser ganz typische Gruß von Paulus immer, nicht wahr? Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Übrigens, auch hier nochmal, das ist auch ganz typisch Paulus, nicht wahr? Am Anfang, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Er wusste, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Da habe ich mich nicht selbst für beworben, das wollte Gott so. Ja? So, und jetzt, das ist also sozusagen wie so der Briefkopf. Ja? Von wem an wen mit dem Gruß. Jetzt geht's los. Was ist das Erste, was er sagt in Vers 3? Wer mag mal lesen? Vers 3 und 4. Ich danke Gott, dem ich von dem Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freuden erfüllt werde. Genau. Wisst ihr, wie Paulus normalerweise seine Briefe beginnt? Ich lese mal ein paar Beispiele vor. Ihr müsst nicht mit aufschlagen, also ihr könnt, aber ein paar Beispiele. Römer 1, Vers 8. Zuerst, also immer nach der Briefeinleitung, ja? Römer 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euren Wegen durch die Gnade Gottes. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir gehen gleich zu Philipper. Kapitel 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wie hat er seine Briefe angefangen immer? Dank. Er hat immer mit Dank angefangen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen beim Galaterbrief. Da war er so voller, war so aufgeregt, dass er gleich losgeschossen hat mit dem, was ihm. Aber das war seine Angewohnheit. Er hat immer zuerst gedankt. Und diese Angewohnheit, immer zuerst zu danken, war so tief, dass als er im Gefängnis sitzt und nicht mehr weiß, wie lange er zu leben hat, schreibt er als Erstes, hast du gelesen, Vers 3, ich danke Gott. Das ist interessant. Also das war jetzt keine so heldenhaftes so, jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt muss ich mal danken. Das war seine Lebenseinstellung. Er hat immer gedankt, zuerst, bevor er irgendwas anderes besprochen hat. Und das zeigt mir, dass wenn wir eine Einstellung des Dankes haben,
in den verschiedenen Situationen des Lebens, ja, die Briefe waren ja, hatten ja verschiedene Hintergründe, dann werden wir die Einstellung des Dankens auch behalten, wenn wir in schwerster Not sind. Ich danke Gott. Und dann sagt er, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene. Sieh mal, was, kennt ihr noch eine Stelle, wo Paulus etwas von reinem Gewissen spricht? Das ist etwas, das kommt beim Paulus ab und zu mal vor, das mit dem Gewissen. Ja, er sagt, ich diene Gott und habe ein reines Gewissen dabei. Wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Dann schauen wir mal in Apostelgeschichte 24. Das kommt in der Apostelgeschichte mehrmals vor. Da spricht der Paulus von dem reinen Gewissen. Apostelgeschichte 24 und dort Vers 16. Wer mag das mal lesen? Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Genau, also was steht in diesem Vers mit anderen Worten? Zumindest hat er was versucht, er hat es immer versucht, oder? Er hat sich daran geübt. Das war ihm wichtig. Vor Gott und vor den Menschen. Das war ihm ein Anliegen. Er hat versucht, so zu leben, dass er, das ist eigentlich eine gute Lebensregel, ja? So zu leben, dass ich weder vor Gott noch vor Menschen ein schlechtes Gewissen haben muss. Und weil er das immer so gemacht hat, er sagt ja nicht, das ist jetzt mal so eine Einbildung oder so eine Idee. Also er sagt, das übe ich, das mache ich halt ständig. So kann er am Ende seines Lebens sagen, ich diene Gott mit reinem Gewissen. Und das finde ich sehr schön, ja? Wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe ein reines Gewissen. Hatte Paulus Fehler gemacht? Ja. Hat er sich geirrt? Ja. Hat er mal schwer gesündigt im Laufe seines Lebens? Aber er kannte Gott so gut und hat so die Vergebung Jesu angenommen, hat so aus der Gnade gelebt, dass er sagen konnte, ich diene Gott mit reinem Gewissen. Am Ende seines Lebens. Und zwar hat er wie oft an Timotheus gedacht und wie oft für ihn gebetet? Unablässig Tag und Nacht. Das ist auch etwas, was mein Paulus immer wieder sagt. Er betet, er war offensichtlich nicht nur ein Mann des Dankens, er war ein Mann des Gebets. Und hat ständig an Timotheus gedacht. Schaut mal Vers 4 an. Wenn ihr Vers 4 nochmal anschaut, was ist das für eine Art von Sprache, die er da verwendet? Was drückt er denn damit aus in Vers 4? Ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Was sind das so für Worte, was sind das so für Formulierungen? Verlangen, Tränen. Sehr gefühlvoll. Das ist Emotion, oder? Das ist nicht der Paulus, der sagt, okay, hier sind jetzt die biblischen Verse, die jetzt diese Lehre von der Rechtfertigung beweisen oder so. Da sieht man, der Paulus hat eine echte emotionale Bindung zu dem Timotheus. Das finde ich sehr wertvoll und auch wichtig, weil das zeigt uns auch, wie sehr Gott das schätzt, wenn Menschen auch sich emotional nah sind und Verlangen haben, einander zu sehen. An deine Tränen und deine, damit ich mit Freude erfüllt werde. Jetzt lesen wir weiter in Vers 5. Und zwar lesen wir Vers 5 erstmal. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, auch in dir. Genau, er sagt dabei. Worauf bezieht sich dieses dabei? Er sagt, Eigentlich während er für Timotheus betet. Genau, während er betet. Er sagt, ich habe ja so ein Verlangen, dich zu sehen. Ja, ich möchte noch einmal diese Freude empfinden, dich zu umarmen, mit dir zu reden. Ich sehne mich da und ich bete dafür Tag und Nacht und ich bete für dich. Und während ich bete, sagt er, erinnere ich mich nicht nur an dich, sondern an den Glauben deiner Großmutter und deiner Mutter. Was hat denn der Glaube der Großmutter und der Glaube der Mutter mit Timotheus zu tun? Wir haben diese Lois und wir haben die Eunike. Das kann nur bedeuten, dass er von klein auf diesen Glauben mitbekommen hat. Er hat den Glauben von klein auf mitbekommen und obwohl sein Vater nicht viel davon wissen wollte, war der Einfluss von Oma und Mama sozusagen, ja, von Großmutter und Mutter so stark,
dass Timotheus einer der wertvollsten Mitarbeiter im Werk Gottes wurde. Das werden wir später noch am Ende des Timotheusbriefes sehen, wo er sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ja? Und da bezieht er sich nochmal auf die beiden. Und wie beschreibt der Paulus diesen Glauben von der Lois und der Eunike? Das ist ja schon auch erstaunlich. Ja? Sehr tief. Sehr tief. Sehr tief. Ungeheuchelt. Was heißt ungeheuchelt? Echt. Echt. Ja. Paulus hat viele Menschen getroffen und viele Christen auch, viele, die sich Christen nannten. Aber er hat auch gemerkt, nicht alle, die sich Christen nennen, sind echte Christen. Und hier waren zwei Menschen, die echten, ungeheuchelten Glauben hatten. Und dann sagt er, ich gehe davon aus, der ist bei dir auch. Ja? Weil sein Leben ist noch nicht zu Ende. Man weiß noch nicht, was in seinem Leben alles passieren wird. Und deswegen sagt er, ich gehe davon aus, ich hoffe, ja, dass dieser Glaube auch bei dir ist. Erinnere dich sozusagen an deine Mutter, erinnere dich an deine Großmutter, ja? Ich sehe in der Lois als die Wurzel, die Eunika als der Stamm und Timotheus die Frucht. Ja, genau, so kann, das ist interessant. Genau, das ist also, das werden wir sehen, das ist dem, werden wir noch sehen, der Paulus macht das mehrmals im Timotheusbrief, dass er so zeigt, wie wir, wie einer dem Nächsten das weitergibt. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, wo ich ein Kind, wo nicht gläubig war und die Mutter hat gebetet und hat Gott vor. Ich weiß nicht, ob das die sind. Nee. Ja, also wir wissen nicht, dass er mal ungläubig gewesen ist in dem Sinne, aber klar, hat er sich auch bekehrt. Ja, aber. Und jetzt kommt was Interessantes. Schaut mal in Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Vers 7 noch dazu. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern eine Kraft der Liebe und der Zucht. Jetzt schreibt Paulus in Vers 6 aus diesem Grund. Was heißt aus diesem Grund? Wenn er sagt aus diesem Grund. Genau, er sagt, ich denke an dich, ich bete für dich und dabei erinnere ich mich, deine Großmutter kannte ich sehr gut, die hat einen ungeheuchelten Glauben. Und deine Mutter kannte ich auch sehr gut, die hat auch einen ungeheuchelten Glauben. Und ich bin überzeugt, du hast den auch, ja. Und weil das so ist, weil ich überzeugt bin, dass du genauso einen Glauben hast wie deine Mutter und deine Großmutter, deswegen was? Deswegen? Erinnert Timotheus. Und Paulus hatte kein Problem mit Erinnern. Er sagt immer wieder den Philippern, euch dasselbe zu schreiben, macht mir nichts aus, euch macht es fest. Ja. Den Korinthern sagt er, ich schreibe euch das Evangelium wieder, obwohl ihr es kennt. Aber hier steht etwas Interessantes. Er sagt, ich erinnere dich, was zu tun. Die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Was bedeutet denn das Wort anfachen? Wenn das Feuer ausgegangen ist, dann muss man es wieder ein bisschen so an. Also wenn es anfängt so zu flackern, wenn es anfängt weniger zu werden, oder? Ja. Wir wissen nicht so viel über diese Phase. Auch Ellen White schreibt nicht so viel dazu. Aber ich habe fast den Eindruck, als ob der Timotheus vielleicht auch so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Der war noch jung. Und Paulus sagt, ich erinnere dich, fach diese Gnadengabe wieder an. Ja? Also es geht um Wiederbelebung, ja? Erweckung sozusagen. Ja? Er sagt auf jeden Fall, woher kam diese Gnadengabe? Also was? Von Gott kam sie ganz genau, aber wie kam sie zu ihm? Hände auflegen. Und Hände auflegen bedeutet damals, er war ein, also was war er dann? Ein ordinierter Missionar, ein ordinierter Prediger, ein ordinierter Ältester. Er hatte eine Verantwortung in der Gemeinde. Und diese musst du jetzt wahrnehmen, denn Paulus würde bald sterben. Er sagt, ich erinnere dich daran. Fach die Gnadengabe wieder an. Glaubt es ist möglich, dass man zu großer Verantwortung im Volk Gottes berufen wird und dann aufgrund von Umständen vielleicht anfängt, ins Wanken zu kommen? Das ist gut möglich. Und das Interessante an der Geschichte von Timotheus ist, dass es muss nicht so kommen. Selbst wenn ich ins Wanken gerate, heißt das nicht, dass ich abfallen muss. Paulus sagt, ich erinnere dich. Ja? Fach es wieder an. Denn, er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der was gegeben, der? Furchtsamkeit. Das heißt, der Timotheus stand offensichtlich nicht in der Gefahr, vom Glauben abzufallen, im Sinne, dass er jetzt lieber Grieche geworden wäre, ja, also mit griechischen Göttern angebetet hätte, oder lieber ein Pharisäer geworden wäre. Aber was war das Problem, das offensichtlich auch Timotheus nicht unberührt ließ? Angst. In diesem Brief geht es auch ganz einfach
Und man würde fast denken, es ist gar nicht so theologisch tiefgreifend, aber es ist ganz entscheidend, es geht um Angst. Es geht darum, was mache ich, wenn sozusagen das Eis plötzlich ganz dünn wird. Und wenn die Leute, auf die ich mich bisher verlassen habe, wenn die nicht mehr da sind, weil die im Gefängnis sitzen. Und wenn sozusagen plötzlich mein eigenes Leben in Gefahr ist. Also glaubt mir, je näher wir uns der Endzeit nähern, desto wichtiger wird der zweite Timotheusbrief werden. Weil der spricht ein paar Themen an, über die wir, sag ich mal, in unserer Wohlstandsgesellschaft, die wir immer noch hier haben, ohne Verfolgung, nicht so richtig emotional schon fassen können, weil wir so wenig davon erlebt haben bisher. Dass du plötzlich vielleicht Angst bekommst zu sagen, ich bin ein Christ, weil dir Leib und Leben dadurch in Gefahr sind. Er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern drei Dinge, nämlich Kraft, Liebe und Zucht. Das Wort Zucht ist jetzt nicht so das schönste, die schönste Übersetzung eigentlich. Dort das Wort Erziehung. Meistens steht bei Zucht Erziehung, aber hier gerade nicht, hier ist es nicht Pädagogik, sondern hier ist es so Besonnenheit, gesunder Menschenverstand. So, also, ja, so im Sinne von, ja, klar denken. Gott schenkt Kraft, er schenkt Liebe und er schenkt einen gesunden Menschenverstand. Und wenn ihr Menschen seht, die im Namen des Glaubens die allerdümmsten Dinge tun und die allerfanatischsten Dinge und die extremsten Dinge, dann dürft ihr wissen, es kommt nicht von Gott. Denn Gott gibt Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja, auch gerade in der Krise. Jetzt geht's weiter, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, da ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Genau, gibt es hier wieder einen Hinweis darauf, dass Timotheus vielleicht in einer Gefahr steht? Was ist die Gefahr? Dass er sich schämt. Ja? Es ist Angst und es ist Scham. Das heißt, es kann ja sein, dass Menschen zwar innerlich davon überzeugt sind, etwas glauben, aber nicht den moralischen Mut haben, dafür auch offen einzustehen. Fallen euch andere Leute in der Bibel ein, die im Grunde genommen eingeknickt sind, obwohl sie eigentlich schon überzeugt waren, dass Jesus rechte? Petrus. Petrus, oder? Petrus ist auch so ein ganz klassisches Beispiel. Jemand, der hat das ja nicht wirklich ernst, also das hat er ja nicht geglaubt, was er gesagt hat, oder? Der hatte Angst. Der Angst. Hat sich geschämt. Und das Evangelium werden wir noch sehen. Hat nicht nur die Aufgabe, unsere Sünden zum Schuldwerk zu nehmen, es hat auch die Aufgabe, uns Kraft zu geben, dass wir uns nicht schämen. Wer sagt das über das Evangelium? Dass wir uns nicht schämen wegen des Evangeliums? Der Paulus selbst. Paulus sagt das, und zwar, wo sagt er das? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wo steht das in? In Römer. Das heißt, Achtung, halt das im Hinterkopf, in einem Brief an die Römer hatte Paulus gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Halt das mal im Hinterkopf, okay? Wir kommen gleich nochmal ein paar Minuten drauf zurück. Jetzt sagt er zu Timotheus, schäme dich nicht. Und zwar des Zeugnisses von unserem Herrn, also des Evangeliums. Man könnte auch sagen, was ist das Zeugnis von unserem Herrn? Das ist das? Das Zeugnis Jesu, oder? Das Zeugnis Jesu in der Bibel ist nicht einfach nur das Evangelium, sondern da steckt auch welche Idee dahinter? Der Geist der Weissagung. Schäme dich nicht dafür, ja, für das, was der Geist der Weissagung auch heute sagt. Und dann, auch nicht für Paulus. Und dann sagt er, also er sagt, was er nicht tun soll, und dann sagt er, was er tun soll in Vers 8. Er soll nämlich was tun? Leide. Er sagt, leide. Das ist kein schöner Imperativ, oder? Leide. Aber was oft übersehen wird, ist, was hier steht. Hier steht leide, und zwar für das Evangelium. Und zwar, habt ihr es gesehen? In der Kraft Gottes. In der ganzen Bibel werden wir niemals aufgefordert, aus eigener Kraft zu leiden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Bibel spricht über das Leid und die Bibel spricht auch darüber, dass Menschen Leid erfahren. Aber niemand von uns ist jemals dazu verdammt, aus eigener Kraft leiden zu müssen. Er sagt leide, aber leide in der Kraft Gottes, ja. Hier steht auch von leide mit uns, das heißt, er ist nicht allein. Genau. Also erstens, leide mit uns, ja, du bist nicht alleine und leide in der Kraft Gottes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil manchmal, auch mit Blick auf die Endzeit, sehen wir das kommende Leid. Aber was wir vor allem brauchen, ist die Kraft Gottes, damit wir wissen, auch wenn es in den Feuerofen geht,
ist Jesus bei uns. Ja? Leide in der Kraft Gottes. Und hier ist, was Ellen White sagt. Sie sagt, während seines langen Dienstes hat Paulus niemals seine Loyalität zu seinem Erlöser aufgegeben. Wo immer er auch gewesen ist. Ob er, wenn er vor den missmutigen Pharisäern stand oder vor den römischen Behörden, vor dem wütenden Mob in Lystra oder vor den überzeugten Sündern im mazedonischen Gefängnis. Ob er mit den panischen Seeleuten auf diesem untergehenden Schiff versucht hat zu reden oder ob er alleine vor Nero stand, um sein Leben zu bitten. Er hatte niemals die Sache, die er vertrat, verlassen. Er hat immer zur Sache gestanden, egal in welcher Situation. Egal, ob das Schiff unterging oder er alleine vor Nero stand oder vor Behörden stand, egal wo er war. Er hat niemals irgendwie sich von der Sache getrennt. Stand immer zu der Sache. Und dann sagt sie, er war niemals dieser Sache, hat sich niemals geschämt. Das eine große Ziel seines christlichen Lebens war es, dem zu dienen, dessen Name ihn einst mit Verachtung erfüllt hat. Das war ein großes Ziel, Jesus zu dienen. Und von diesem Zweck konnte kein Widerstand und keine Verfolgung ihn beiseite schieben, abbringen. Sein Glaube durch Bemühung stark und durch Opfer rein gemacht, hat ihn emporgehoben und gestärkt. Schöner Satz. Sein Glaube, der durch Bemühung stark wurde, also Glaube wird stark durch, ich wende ihn an, und rein durch Opfer. Ja, wenn wir auch auf dem Laodicea denken, das Gold, das im Feuer geläutert wird. Vers 9. Was sagt er an Timotheus? Er sagt, ja, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Jetzt kommt Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seiner eigenen Vorsätze und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewiger Zeit gegeben wurde. Genau. Jetzt kommt eine Begründung, warum wir mitleiden können für das Evangelium in der Kraft Gottes, weil Gott, was hat Gott getan? Er hat uns gerufen und was noch? Er hat zwei Dinge getan. Aber da seht ihr das. Er hat uns errettet und berufen. Zwei Dinge hat Gott getan. Er hat uns gerettet und berufen. Und zwar, wodurch hat er uns gerettet und berufen? Durch? Durch einen heiligen Ruf. Warum ein heiliger Ruf? Weil der Ruf kommt von Gott. Hat Gott uns durch einen Ruf gerettet? Ja oder nein? Hat Gott uns durch einen Ruf gerettet? Klar, er hat gesagt, kommt her zu mir. Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Gott ruft uns zu sich, damit wir von uns Sünden befreit werden. Aber Gott ruft uns auch, damit wir ihm dienen. Und das ist ganz wichtig. Beides davon, sowohl die Errettung als auch die Berufung in den Dienst, beides ist nicht aus was? Nicht aus Werken. Das heißt, wir werden nicht errettet aufgrund unserer Werke und wir werden nicht berufen aufgrund unserer Werke. Und beides sagt Paulus an verschiedenen Stellen. Lasst mal euren Finger hier in Epheser Kapitel 1 und dort ab Vers 3, da spricht Paulus davon, über die Erlösung, die in Jesus ist, die Gott sich ausgedacht hat, bevor wir überhaupt geboren worden sind. Ja? Epheser 1, ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir was sein? Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Wann hat Gott sich entschieden und gesagt, Christopher soll heilig und tadellos sein in Liebe? Noch bevor meine Ur-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 
Es ist aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Genau, als er durch Gottes Gnade berufen worden ist. Und zwar, wann ist Paulus berufen worden? Ja, so wie Jeremia auch. Ja. Das heißt, bevor Paulus überhaupt sprechen lernen konnte, hatte Gott ihn schon zum Missionar bestimmt. Das heißt, beides, die Erlösung als auch die Lebensberufung, sind ohne Werke, sondern aufgrund der Entscheidung Gottes. Jetzt sofort, ganz kurz. Und wann hat Paulus seine Berufung erkannt? Viel später, aber wann? Wann genau hat er seine Berufung erkannt? In dem Moment, als er seine Erlösung erkannt hat. Diese beiden Dinge sind nicht getrennte Ereignisse. Man wird nicht erst einmal gerufen, um erlöst zu werden, und dann später nochmal berufen, um Gott nachzufolgen, für seine Lebensaufgabe. Die Erlösung und der Ruf in die Lebensaufgabe gehören zusammen. Wie sagt es Ellen White, jeder wahre Jünger wird in das Königreich Gottes als ein Missionar geboren. Dem Moment, wo du neu geboren bist, weißt du auch, was deine Berufung ist. So. Das sehe ich bei Johannes dem Täufer. Mhm. Bei dem war es auch so, der war ja auch von Gott gewollt und wurde ein Mann Gottes. Ja, ganz genau. Und also kann man viele Beispiele in der Bibel nehmen. Was Paulus letztendlich sagen möchte, ist, dass ich hier leide, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist jetzt nicht einfach, weil ich was probiert habe, es ist schief gegangen, sondern Gott hat mich errettet, er hat mich berufen, ich folge seinem Ruf. Und Erlösungsgewissheit und Berufungsgewissheit sind für Paulus ganz wichtige Dinge. Dass ich weiß, Jesus ist mein Erlöser, und ich weiß, Jesus hat mir eine Aufgabe gegeben, und deswegen schäme ich mich nicht. Weil wenn meine Erlösung auf eigenen Werken basiert, dann kann ich irgendwann vielleicht das Knie zittern kriegen. Ich sage, vielleicht waren die doch nicht so gut. Ja? Oder wenn ich selbst loslaufe und mir selbst eine Aufgabe gebe und dann klappt es nicht, dann werde ich depressiv. Kennt ihr die Geschichte von Thomas Münzer? Dem Reformator, der die Welt reformieren wollte? Zur Zeit von Martin Luther gab es dann mehrere andere Leute, und einer von denen war Thomas Münzer. Der hat immer unterschrieben mit: Ich bin Thomas Münzer, der die ganze Welt reformiert. Ja, die Kämpfe der Welt, die Kämpfe der Wahrheit in der ganzen Welt kämpft. Ja, er wollte der größte Reformator sein, und Ellen White schreibt es im Großen Kampf. Sie zitiert jemanden, der hatte vergessen, sich selbst zu reformieren. Das ging dann so weit, dass er dann meinte, im Bauernkrieg die Bauern aufstacheln zu müssen und die Regierung zu stürzen. Und dann in der Schlacht hat er noch gesagt, vor der Schlacht: Ich werde die Kanonenkugeln mit meinen eigenen Händen aufhalten. Aber wisst ihr was, als sie dann geschossen haben, ist Thomas Münzer geflohen. Die Bauern sind alle umgebracht worden und er hat sich versteckt, hat Angst bekommen. Luther dagegen, der gar nicht Reformator sein wollte, den Gott wirklich also da so Stück für Stück hingeschoben hat, der stand in Worms, dem auch die Knie gezittert, aber der stand da. Gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das macht den Unterschied, ob wir einem Ruf folgen oder ob wir uns selbst irgendwo hinbegeben. Wir sind berufen mit einem heiligen Ruf für die Erlösung und für unser Lebenswerk. Zurück zu 2. Timotheus 1, Vers 10. Also diese Gnade in Jesus, die ist für die Errettung und sie ist für die Berufung. Ja? Wir sind erlöst durch Gnade und wir dienen allein durch Gnade. Und deswegen können wir auch durch Gottes Kraft leiden. Weil wir durch Gottes Kraft erlöst sind, durch Gottes Kraft sowieso alles gemacht haben. Und wenn wir deswegen leiden, dann können wir es auch durch Gottes Kraft machen. Hm? Schöner Gedanke, oder? Jetzt Vers 10. Die jetzt aber offenbar geworden sind, ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ach, versetzt euch mal in die Lage. Wer schreibt das gerade hier? Paulus, und zwar wann? Kurz vor seinem Tod. Da schreibt er, Jesus, versteht ihr, warum er das schreibt? Er hat dem Tod die Macht genommen. Ja, weil was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Schlimmste ist, dass du stirbst. Und natürlich, warum hat der Timotheus Furcht? Warum haben viele andere Angst? Weil sie Angst haben, dass sie vielleicht sterben können. Und er sagt, weißt du, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und er hat, wie sagt er hier, Unvergänglichkeit, Leben ans Licht gebracht. Ja? Erinnert euch an Vers 1, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens. Das ewige Leben. Vers 11, dort sagt er: Für das ich als Verkünder und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin,
Genau, für das Evangelium. Ja. Und das ist ja was, das wir bei Paulus sehen. Also ein Apostel ist ein Verkündiger ist ein Evangelist, oder? Der predigt. Was ist ein Lehrer? Der unterrichtet das dann noch. Ja. Genau, so ähnlich. Und ein Apostel? Auch so ähnlich, aber ein Apostel ist auch ein offizieller Gesandter. Das heißt, der hat dann auch sozusagen Leitungsaufgaben. Ja. Also Paulus war nicht einfach nur Evangelist. Der hat auch dafür gesorgt, also die Gemeinden übersehen auch sozusagen. Ja. Und jetzt kommt Vers 12. Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Er sagt, aus diesem Grund leide ich auch. Ja? Er sagt ja vor zu Timotheus, leide mit uns für das Evangelium. Er sagt, aus diesem Grund leide ich auch. Warum? Also warum leidet er aus diesem Grund? Vers 11. Weil er Verkündiger des Evangeliums ist. Das ist eingesetzt worden. Gott hat es gemacht. Ja, jetzt leidet er dafür, aber er sagt, das ist Gottes Gnade. Und dann sagt er diese unglaubliche Worte, er sagt, ich schäme mich nicht. Wann hatte Paulus mal gesagt, ich schäme mich nicht? In Römer, oder? Als er in Korinth war und an die Römer geschrieben, er wollte unbedingt nach Rom, oder? Er hat sich so sehr vorgenommen, endlich mal nach Rom zu kommen. Er sagte, ich bin bereit, auch in Rom. Das sagt er in Vers 14, 15. Ich bin bereit, für den Skythen, Barbaren, allen zu predigen. Deswegen bin ich auch bereit, in Rom das Evangelium zu predigen. Dann sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und jetzt ist er in Rom. Aber ganz anders, als er gedacht hat. Nicht wahr? Er steht nicht auf dem Forum Romanum und predigt den ganzen Leuten. Er sitzt in der Gefängniszelle. Ist anders gekommen, als er sich gedacht hat. Aber er sagt trotzdem, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Das, was er im Römerbrief gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, bleibt bestehen, obwohl alles anders gekommen ist. Und wisst ihr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass mein Leben und euer Leben anders verläuft, als wir uns das jetzt vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und was oft passiert im Leben ist, dass wenn man so Visionen hat und wenn man so tolle Ideen hat, was man alles machen möchte für Gott, dass man mit Begeisterung vorauspredigt, ja, und sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dann kommen die Dinge ganz anders, als man gedacht hat. Und man leidet plötzlich oder man kann die Sachen nicht tun, die man dachte, die man tun will, oder man wird behindert oder ich weiß nicht was. Und dann fangen viele an, entmutigt zu werden, sich zu schämen, zurückzufallen, zurückzubleiben. Aber Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Wenn das Gottes Wille ist, ist es Gottes Wille. Vielleicht werden wir nicht alle heldenhafte Missionare in der Endzeit sein, die in Fußballstadien predigen. Ja? Vielleicht werden wir nicht alle die größten dramatischen Wunder tun. Ja? Vielleicht wird unser Leben anders verlaufen, als wir es uns vorgestellt haben. Ich schäme mich nicht. Ja? Aber er sagt doch, warum? Denn ich weiß, an wen ich glaube. Er kennt Jesus, er weiß, warum er glaubt, er weiß, wer Jesus ist. Er hat innige Gemeinschaft mit ihm. Genau. Und in Römer 1, Vers 16 hat er gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Gott hat uns eine Kraft gegeben, Liebe und Besonnenheit, Herzucht. Und hier sagt er, denn ich weiß, was ich glaube. Und es wird immer viel auch über Erlösungsgewissheit gesprochen. Ja? Weißt du, dass du erlöst bist? Ja? Hier steht vielleicht eine noch wichtige Frage, die andere Frage dann mit beantwortet. Hier geht es um die Glaubensgewissheit. Weißt du, was du glaubst? Denn wenn du weißt, dass du das Richtige glaubst, dann weißt du doch, dass du erlöst bist in dem Moment. Weil du ja das glaubst, was die Erlösung bringt. Weißt du, was du glaubst? Und das ist was Paulus dem Timotheus mitgibt. Er sagt, wenn du leiden möchtest, wenn du in eine Zeit kommst, wo du leiden musst, dann musst du wissen, was du glaubst. Du musst wissen, warum du da bist. Dass du das nicht alleine tust und nicht, weil du dahin gelaufen bist, sondern weil Gott dich errettet hat, weil Gott dich berufen hat. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original steht, aber es heißt ja auch, ich weiß, an wen ich glaube. Im Englischen kann man so interpretieren, ich kenne denjenigen, an den ich glaube. Ja? Ja. Also es ist nicht nur so, dass er weiß, okay, die Bibel ist die Wahrheit und dass er von diesen ganzen Glaubenslehren überzeugt ist, sondern er kennt Jesus persönlich und das gibt ihm diese Kraft. Genau. Er hat nie vergessen, was er dort vor Damaskus gesehen hat. Er hat es nie vergessen. Es hat sich eingebrannt in seine Seele. Jesus von den Toten verstanden. Ja? Er kannte Jesus. Er hat so viel Erfahrung mit Jesus gemacht. Ich weiß, an wen ich glaube. Ja, das Evangelium ist ja für ihn, wie du richtig sagst, ist nicht eine Aneinanderreihung von Lehren, sondern das Evangelium ist Christus. Er sagt in Römer 1, das Evangelium von Jesus Christus, ja, von dem Sohn Gottes. Genau, und dann sagt er, und ich bin überzeugt,
dass er mächtig ist, und zwar wozu mächtig ist. In Vers 12 noch. Das mir anvertraute Gut zu bewahren. Merkt ihr, dass dort nicht steht, ich bin überzeugt davon, dass er mich bewahrt? Wäre ja auch gut und ist auch richtig und stimmt, aber das ist gar nicht an seinem Denken. Sein Denken ist nicht, was wird aus mir? Seine Frage ist, was wird aus dem anvertrauten Gut? Was ist das anvertraute Gut, das ihm anvertraut worden ist? Das Evangelium. Das heißt, die Frage ist für ihn nicht, wie geht es mit mir weiter? Die Frage ist für ihn im Gefängnis, wie geht es mit dem Evangelium weiter? Wird das Evangelium weitergepredigt werden, auch wenn ich, der Lehrer und Apostel der Heiden, jetzt getötet werde? Und er sagt, ich bin mir sicher, dass Gott mächtig genug ist, dieses, das mir anvertraut ist, auch wenn ich jetzt sterbe, Gott will es behalten. Das finde ich sehr interessant. Und deswegen sagt er jetzt Folgendes, weil es um diese Lehre geht, um die Botschaft von Jesus, Vers 13. Halte dich an den Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, den Christus Jesus ist. Genau, und das werden wir im Timotheusbrief jetzt, im zweiten Timotheusbrief immer und immer wieder hören und sehen. Paulus sagt, halte dich an das Muster. Was heißt, wenn man sich an das Muster halten soll? Nachmachen. Genau, da gibt es, das ist nicht nur allgemein, denk mal so ungefähr, rede mal das, was dir so in den Sinn kommt, sondern halte dich an das Muster. Eines der wichtigsten Dinge, die Paulus am Ende seines Lebens auf dem Herzen liegt, ist, weiche nicht von der Lehre ab. Und das ist für die Endzeit von enormer Wichtigkeit. Er sagt, halte dich an das Muster. Ja, so wie wenn man jetzt irgendwie, ich weiß, ich kann nicht stricken, aber ich glaube, da gibt es so ein Muster, oder? So Strickmuster, ja? Halte dich an das Muster. Ja? Wenn du irgendwie was, Mose sollte beim Bau der Stiftshütte sich an das Muster halten. Ganz genau imitieren. Und zwar, was ist das für ein Muster? Ist das Muster der gesunden Worte. Das Evangelium ist gesund. Es gibt die gesunde Lehre. Ja, und Paulus sagt später, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden. Und zwar die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, und zwar, und jetzt kommt's, aber die wahre Lehre im Glauben und in der Liebe. Weil man kann die wahre Lehre auch ohne Glauben predigen und ohne Liebe, das ist wieder nichts wert. Paulus sagt, halte dich an die Wahrheit. Und ich glaube, dass wir das heute ganz dringend brauchen, dass wir uns an das feste Muster der Wahrheit halten. Vers 14. Und wie nennt er dieses feste Muster der gesunden Worte, wie Paulus sie erklärt hat im Römerbrief, im Korintherbrief, im Galaterbrief? Wie nennt er das? Er nennt es in Vers 14. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Genau, also er sagt, dieses Gut in Vers 12, war es wem anvertraut? In Vers 12? Dem Heiligen Geist. In Vers 12 hat er gesagt, dass, genau, in Vers 12 war dieses Evangelium Paulus anvertraut. Und dann sagt er in Vers 12, ich bin mir aber sicher, auch wenn ich sterbe, wird Gott es bewahren können. Aber wie bewahrt es Gott? Vers 14? In dem Timotheus es bewahrt, durch den Heiligen Geist. Ja, Gott bewahrt das Evangelium, indem andere den Staffelstab übernehmen. Das mir anvertraute Gut, dann sagt er, bewahre du das anvertraute Gut, und zwar dieses edle anvertraute Gut. Paulus redet über die biblische Lehre wie über einen Schatz. Und wisst ihr, heutzutage wird über die Lehre immer geschrieben, als ob das irgendwie so ein notwendiges Rucksack ist, ja, den man mitschleppen muss. Ja. So, Jesus ist ganz toll, aber wir haben irgendwie diese Lehre noch. Ja. Und, aber rede nicht zu viel von der Lehre, weil sonst kriegen wir irgendwie Jesus nicht mehr in den Blick. Aber Paulus spricht von der biblischen Lehre als einem Schatz, denn er weiß, die Lehre bezeugt ja Jesus. Wir kennen ja Jesus nur durch die Lehre. Johannes hat später gesagt, wer diese Lehre nicht hat, der hat den Sohn und den Vater nicht. Für Paulus ist die Lehre ein Schatz. Und die Adventbotschaft, also ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber wenn ihr die Adventbotschaft verstanden habt, hat euch Gott einen Schatz anvertraut. Einen richtigen Schatz. Er sagt, bewahre das. Und zwar durch den Heiligen Geist. Was macht also der Heilige Geist? Der Heilige Geist führt uns nicht weg von der Botschaft. Der Heilige Geist bestätigt die Botschaft. Bedeutet also, wenn jemand kommt und sagt, ja, ja, das steht zwar in der Bibel, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, dann könnt ihr wissen, das ist nicht der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist führt dazu, dass wir die Lehre bewahren. Ja, sie beschützen. Aber das können wir nicht alleine. Wir können nicht alleine sagen, ich bin Hüter der Lehre. Ja, so, ich stelle mich jetzt hin und ich werde alle Irrlehrer so. Das können wir nur durch den Heiligen Geist. Nur den Geist können wir, es ist der Heilige Geist, der sichergestellt hat, glaubt mir, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Adventgemeinde nach über 170 Jahren noch immer dasselbe glaubt, was sie geglaubt hat, 104, also
Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr seht, wie viele Leute schon aufgestanden sind, den Glauben umzuwerfen und wie viele Splittergruppen es gegeben hat und wie viele an kleinen Ecken sozusagen, und wir Deutschen sind ja auch nur eine kleine Ecke, nicht wahr? Es manchmal Bestrebungen gibt, das umzuwerfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Schaut in die Christenheit, wie viele Christen nach 150 Jahren vom Glauben abgefallen waren oder 200 Jahren. In der Urchristenheit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist allein das Wirken Gottes, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Ich musste auch daran denken, wo Ellen White sagt, dass es zu allen Zeiten gläubige Menschen gab. Aber das ist, wenn man sich das so vorstellt, es geht nicht ohne, dass der Glaube weitergegeben wird. Mhm. Also der Heilige Geist muss dafür sorgen, dass Paulus das anderen gesagt hat, weil sonst wäre der Glaube, also natürlich gab es zu seiner Zeit auch noch andere, ja. Wenn es würde ja aussterben mit den Menschen, die gläubig sind, die es aber nicht weitergegeben genau. haben. Und so es beinhaltet es, glaube ich, auch, dass der Heilige Geist uns dazu treibt, diesen Schatz, den wir haben, anderen weiterzugeben. Ganz genau. Da kommen wir gleich in 2 Minuten noch hin. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir lesen mal weiter in Vers 15. Ich lese mal. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in Asia sind. Unter ihnen auch Phygelus und Hermogenes. Wisst ihr, wo Asia ist? Ja, da bei den 7 Gemeinden. Genau, das ist in der heutigen Westtürkei. Und was sagt er hier über die Provinz Asia? Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, oder? Dass offensichtlich ganz viele Christen dort in diesen Gemeinden sich von Paulus distanziert haben. Weil der ja wie ein Verbrecher jetzt in Rom behandelt wurde. Das ist ganz interessant, dass Jesus dann später dann diese 7 Gemeinden seine Offenbarung schreibt. Ja, also das heißt nicht, dass alle jetzt alle Gläubigen da, es keine Gläubigen mehr gab, aber Timotheus selbst ist ja noch in Asien, ja, aber er sagt, du weißt, die haben sich von mir abgewandt. Und dann nennt er 2 Namen, aber also das zeigt auch, das gab damals, als Paulus ins Gefängnis kam, gab es Christen, die gesagt haben, nee, also damit haben wir nichts zu tun. So wie bei Petrus auch und Jesus. Das wiederholt sich. Und es wird sich wiederholen. Es wird Menschen geben, wenn die Verfolgung kommt, die bis dahin die Trompete des Evangeliums geblasen haben, die sagen werden, nee, damit haben wir nichts zu tun. Das wird passieren. Und das werden vielleicht Leute sein, von denen wir es nicht gedacht haben. Ja? Vers 16 und 17. Das sind gleich am Ende. Der Herr weist dem Haus des Onesiphorus. Onesiphorus, genau. Ja, genau. Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Genau, also jetzt haben wir, also wir haben erst ein Negativbeispiel, oder? Den Phygelus und den Hermogenes. Und jetzt haben wir ein Positivbeispiel, den Onesiphorus. Was hat er gemacht? Er hat ihn besucht. Er hat sich nicht geschämt. Das ist das Motto hier. Er sagt, schäme dich nicht. Er sagt, ich schäme mich nicht. Onesiphorus hat sich nicht geschämt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er hat oft Paulus besucht. Er hat ihm geholfen. Und er sagt sogar in Vers 17, was, das muss man erstmal drüber nachdenken. Und zwar, als er wo war? Als er in? Das heißt, der Onesiphorus war nicht ständig in Rom, oder? Er kam nach Rom. Was hat er dann gemacht? Er hat ihn gesucht, und zwar eifrig gesucht, bis er ihn gefunden hat. Wisst ihr, wie groß Rom damals war? 1 Million Einwohner. Also ist nicht so groß wie Rom heute, aber mit Abstand die größte Stadt der antiken Welt, mit Abstand. Wenn ihr wüsstet, ein Gemeindeglied wird in, gibt es eine Stadt mit 1 Million Einwohnern in Deutschland? Keine Ahnung, Hamburg ist größer, Berlin. Sagen wir Frankfurt, keine Ahnung, nicht mehr Frankfurt, vielleicht ist es ein bisschen größer, aber ungefähr, ja, Frankfurt. Stellt euch vor, irgendein Gemeindeglied, das ihr kennt, wird in Frankfurt als Schwerverbrecher angeklagt und alle sagen so, oh, dieser, wer mit dem was zu tun hat, kommt vielleicht auch vor Gericht. Ja? Und ihr kommt zufällig nach Frankfurt. Ja? Da wäre es doch relativ einfach zu sagen, naja, ich wusste ja nicht, wo der ist, oder? Also wenn man jetzt nicht unbedingt dem helfen möchte, kann man ja relativ schnell sagen, naja, also wo soll ich den jetzt finden, bei 1 Million Leute, ja? Zu groß die Stadt, ja? Aber der Onesiphorus wollte dem Paulus so gerne helfen, dass er das Risiko auf sich genommen hat. Der hat nach ihm gefragt. Der hat gesucht. Der hat so lange gesucht in Rom, wo er Paulus als Kapitalverbrecher, also denkt daran, die Christen wurden beschuldigt, Rom in Brand gesteckt zu haben. Ja, indem er jetzt sagt, ich gehöre zu Paulus, stellt er sich quasi selbst mit auf die Liste, die ins Gefängnis kommen könnte. Er hat ihn gesucht.
Und das zeigt mir auch so ein bisschen, was für eine Art von christlicher Liebe gab es da, ja, zwischen den Geschwistern. Er hat ihn gesucht, umso eifriger, und hat ihn gefunden. Vers 18 lesen wir noch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jedem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Genau, also der hat nicht nur einmal ihm geholfen, der hat ihm schon im Ephesus geholfen. Ja, und er sagt, das weißt du ganz genau. Ja. Zwei Verse noch, dann sind wir ans Ende für heute gelangt. Vers 1. Du nun, mein Kind. Warum nennt er ihn mein Kind? Wo haben wir das schon mal gesehen? Am Anfang, oder? Sagt wieder, du nun, mein Kind. Du nun, also es ist so, Negativbeispiel, Phygellus, Hermogenes, ja, Hermogenes. Positivbeispiel, Onesiphorus, ja, jeder entscheidet sich in der Krise. Und dann sagt er, du Timotheus, hey, wir sehen uns vielleicht nicht mehr, aber ich möchte dir was sagen. Du, mein Kind, was möchte ich ihm sagen? Sei stark, sei stark. Fach das wieder an, ja, auch wenn du jetzt so anfängst zu wanken. Sei stark, bleib dabei. Sei stark und zwar in der Gnade. Es ist die Gnade, die uns errettet, es ist die Gnade, die uns beruft. Es ist die Gnade, die uns stark werden lässt, auch im Leid und in der Verfolgung. Und dann, wenn sich andere schämen, dass wir uns nicht schämen müssen. Das ist die Botschaft von, das ist also keine so theologische Botschaft, das ist eigentlich eine ganz praktische Botschaft. Und eine, die, wenn wir sie jetzt nicht lernen, dann werden wir es mal bitter bereuen. Wir müssen sie jetzt lernen. Sei stark. Und dann kommt ein ganz wunderbarer Vers zum Abschluss für heute. Er sagt, sei stark, und dann gibt er ihm einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der hat es in sich, der ist richtig gut. Was ist der Auftrag? Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Genau, das anvertraute Gut soll ja bewahrt werden. Und wie wird das bewahrt? Also Paulus sagt, ich habe gepredigt und du hast es gehört. Und zwar vor vielen Zeugen. Alle wissen, also die Lehre ist ganz klar. Ja, und was soll der Timotheus machen mit dem, was er gehört hat? Er soll es anvertrauen. Habt ihr das Wort anvertrauen im Kopf? Paulus hatte gesagt, das mir anvertraute Gut. Dann sagt er, nee, ich vertraue es dir an. Und jetzt sagt er, du sollst es wieder treuen Menschen anvertrauen. Ja, genau. Und die sollen es wieder anderen weitergeben. Paulus weiß, das Christentum, die Botschaft von Jesus, kann nur überleben, wenn es diese Kette gibt. Das heißt, für mich als Gläubigen bedeutet das, es reicht nicht, wenn ich Predigten höre. Die Gemeinde überlebt nicht, wenn ich mich auf YouTube mit Predigten vollstopfe. Sie wird nicht überleben. Was muss ich machen? Ich muss das, was ich höre, und zwar nicht einfach nur weitergeben, sondern ich muss es Menschen weitergeben, die fähig sind, es anderen auch weiterzugeben. Es reicht also nicht zu sagen, ich habe es gehört, ich gebe es dir weiter, aus. Ja? Sondern ich muss es nehmen, dann es anderen sagen und schauen, dass die auch befähigt werden, wieder andere zu lehren. So hat es Paulus auch gemacht. Er hat es von Jesus bekommen. Hat sich Timotheus ausgesucht? Timotheus, dich bilde ich aus, damit du es wieder anderen weitergibst. Und jetzt sagt Paulus, jetzt ist es an dir an der Reihe. Das heißt, wir haben unsere Aufgabe noch nicht erfüllt, wenn wir Mission machen. Wir haben unsere Aufgabe erst erfüllt, wenn wir das, was wir gehört haben, anderen weitergeben und sie ausbilden. Weil wenn wir das tun, werden die dann wieder denen das so weitergeben, dass die wieder andere ausbilden, oder? Das ist so eine sich weiter multiplizierende Kette sozusagen. Und das ist aber auch schön, weil das machst du wieder nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, durch die Kraft. Gott ist eigentlich der, der benutzt dich, aber Gott ist der, der das alles in die Wege leitet. Das hier ist die Überlebensstrategie der Gemeinde Gottes. Ich empfange, ich gebe weiter und denen, die ich weitergebe, die bilde ich aus, damit sie lernen, auch weiterzugeben. Und ich glaube, ich und jeder Einzelne von uns, wir müssen uns fragen, machen wir das schon so, wie der Paulus es hier sagt? Oder können wir es noch besser machen? Ja? Und wenn wir verstehen, dass es durch seine Gnade wir gerettet sind, durch seine Gnade berufen, durch seine Gnade wir Kraft haben, auch in der Krise zu leiden und stark zu sein, dann kann diese Kette niemand unterbrechen. Und dann geht sie bis ans Ende der Welt. Weil das, also, wenn hier nicht einer steht, sondern 10, und dann wieder auch 10 sind, dann könnte man gucken, wie viele Glieder man braucht, bis man ziemlich schnell sehr viele Leute erreicht. Ja, und Paulus hat ja nicht nur Timotheus, er hat den Titus, ja, und er hat den Onesiphorus, und dann hat er den und den und den und Lukas. Ja, dafür gibt es Gemeinde. Ihr seht, der zweite Timotheusbrief ist ein echt, echt beeindruckender Brief. Ein sehr persönlicher Brief und einer, wo man merkt, okay, wenn man jetzt wirklich wissen will, okay, worauf kommt es am Ende an?
Was muss ich mitnehmen, so mal so im Handgepäck? 2. Timotheus. Da steckt alles drin, was Paulus meinte, was wir brauchen in der großen Krise. Und nach den Ferien werden wir an der Stelle weitermachen. Es gibt noch ein paar interessante Sachen zu lernen. Und da wollen wir Gott für danken und ihm danken, dass er uns errettet hat, berufen hat und wir in seiner Kraft uns nicht schämen brauchen, auch wenn andere abfallen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke für diesen wunderbaren, so ergreifenden 2. Timotheusbrief. Wir können uns das richtig vorstellen, wie Paulus dort im Gefängnis sitzt und diesen dringenden Wunsch hat, diese letzten Ratschläge dem Timotheus mitzugeben. Wir haben den ganz festen Eindruck, dass es nicht nur Ratschläge an Timotheus sind, sondern auch an uns. Und dass sie eigentlich gar nicht von Paulus kommen, sondern von dir. Und wir möchten dich bitten, dass wir heute in den kleinen Situationen des Alltags, wo noch oft nicht so viel auf dem Spiel steht, wir lernen, aus Gnade zu leben, aus Glauben zu leben, zu wissen, dass wir durch deine Gnade erlöst sind und durch deine Gnade berufen sind. Dass wir in den kleinen Schwierigkeiten des Alltags lernen, das müssen wir alle lernen, durch deine Gnade auch zu leiden. Damit wir, wenn wir heute und morgen und übermorgen dankbar sein können in allem, was uns widerfährt, wir auch einmal dankbar sein können, wenn wir vielleicht einmal im Gefängnis sitzen oder in anderen schwierigen Situationen. Herr, wir wissen nicht, was das Leben bringt, aber wir wissen, dass du treu bist. Und wir wissen, dass du für uns einstehen wirst. Und dass wir uns niemals schämen müssen, wenn du unser Gewissen gereinigt hast. Und danke für die Freundschaft und die Gemeinschaft, die wir mit Geschwistern haben dürfen. Dass wir uns gegenseitig stärken können und gegenseitig erbauen können und uns ermutigen können, bei dir zu bleiben. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen.